Hallo Nightwash! Lord, Scheiße! Ich bin echt der Älteste hier. Okay, aber ich glaube, dies ist der erste Abend, an dem ich das Wort MILF nicht erklären muss. Da hinten zeigt einer auf. Du fängst erst an. Ja, das, okay. Ja, ich bin ja eine männliche MILF. Ja? DILF, oder wie heißt das? Luke, du müsstest wissen. Aber ist scheißegal. Ich meine, mein aktuelles Programm heißt ja richtig Fremdgehen. Und ihr seid natürlich jetzt nicht richtig Zielpublikum. Ihr vögelt ja eh alle durcheinander. Und ich glaube, in eurem Alter ist es normal. So, das Wichtigste beim Fremdgehen ist... Ihr seid echt sehr jung. Ihr seid echt sehr... Nein, nicht erwischen lassen ist sowieso klar. Aber ich meine, das Allerwichtigste beim Fremdgehen ist doch, es muss sich lohnen. Ne? Es muss sich lohnen. Du musst doch hinterher sagen, geil, ey, so, jeder von uns kennt die Situation. Du standst schon mal irgendwo in einem fremden Badezimmer und wolltest da eigentlich ja gar nicht mehr sein. Ne? Und dann wird man religiös. Man guckt so ins Spiel, lieber Gott. Wenn du mich dieses eine Mal noch davonkommen lässt, alle Frauen nicken, wenn du mich dieses eine Mal noch davonkommen lässt, dann mache ich das. Nie wieder. Siehst du, ihr kennt das nämlich alle. Es muss sich lohnen. Du musst doch als 80-jährige Oma, musst du doch an diesen Abend hier heute zurückdenken, ne, an die Aftershow-Party von Nightwash, ne, 50 Jahre, wie Atze Schröder dich so richtig mal durchgebügelt hat. Es muss sich lohnen! Ja. Deine Enkel stehen vor dir und sagen, Oma, warum grinst du eigentlich immer so? Und du denkst, ah, das ist geil. Seit 5 Jahren habe ich wieder Gefühle in den Füßen. Super. Dann hat sich's gelohnt. Vor allem, man zieht sich auch gegenseitig durch den Kakao. Auch die Männer rufen sich ja untereinander an. Ey, Alter, werd wach. Ey, hast du mal gesehen, mit was für einem Schrubber du da gestern abgezogen bist? Ich meine, dass du besoffen warst, haben wir gesehen, aber wo war der Moment, als du erblindet bist? Ja, aber Frauen können das auch. Und dann, ja, Frauen, so nach 3, 4 Gin Tonic werden die tolerant. Ne? Stehen da so. Oh. Reicht doch. Ne? Ja, ich meine, es ist bescheuert. Nein, es ist bescheuert! Es muss sich lohnen. Schon der alte Udo Jürgens hat gesagt, für nicht attraktive Menschen ist es leicht, treu zu sein. Ich weiß nicht, wen er meinte. Keine Ahnung. Ich will auch keine Namen nennen. Angela Merkel zum Beispiel. Man kann ihr sicher das eine oder andere vorwerfen, aber nicht, dass sie sich nach oben geschlafen hat, oder? Vielleicht ganz früher mal in der Jungen Union, ne? In Berlin, wenn Helmut Kohl zu Gast war. Angela, gell? Angela. In dir steckt eine Menge, CDU, gell? Das ist, du wirst noch Kanzlerin. Also, es könnte so gewesen sein, ich glaube aber nicht. Aber ihr dürft nicht vergessen. Jetzt haben wir Bilder im Kopf, ne? Das ist scheiße. Einige schlafen sich ja heute Nacht mit Licht im Flur, aber. Es ist normal. Aber unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ja auch clever. Die weiß doch, wie man es macht. Sie ist ja unsere Bundesmilf. Und ja. Ihr müsst doch mal drüber nachdenken. Sie sitzt doch bei jedem wichtigen Länderspiel unserer Fußballnationalmannschaft auf der Tribüne. Und die Frau hat ja keine Ahnung vom Fußball. Die sitzt da mal, freut sich. Die sucht schon aus. Die freut sich. Und so nach dem Spiel geht sie auch immer in die Kabine. Sie wartet 10 Minuten. Die weiß, jetzt kommen die Jungs aus der Dusche. Kommen die schon mit dem Handtuch rein. Mesut, die Mutti ist da. Die rubbelt dir jetzt den Bosporus trocken. Die Versuchung lauert überall. Natürlich. Ey, hallo? Letztes Jahr in der Weihnachtszeit bin ich fremdgegangen. Ja, so scheiße war es auch nicht, aber
ich habe gespielt, eine Gala gespielt, eine Weihnachtsfeier für die Stadtsparkasse Essen. War schön, ne? Schön eine halbe Stunde auf der Bühne, anschließend an den Jägermeisterstand mit dem Vertrieb. Wunderbar, guter DJ. Ich dann abwuppern auf der Tanzfläche, ich tanze gerne und schlecht. So. Plötzlich lehnt sich von hinten so eine Milf an, aber vom Feinsten. Ne? Wirklich stöckelwild, das muss man schon. Wunderbar. Lehnt sich an, wir tanzen und sie sagt irgendwann, mein Mann wäre längst umgekippt. Du bist verheiratet? Ja, sagt sie, aber Vertrag läuft aus. Aha! So, der hormonelle Marschbefehl war erteilt. Ich bin erst mal mit dem Gedicht eingestiegen. Wer Schmetterlinge weinen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Im strahlend hellen Mondlicht möchte ich dich stunden. Aber ruckzuck waren wir am Knutschen. Ruckzuck. Das Schöne ist ja, wenn du leicht an dem Schlappen hast, das gilt für uns alle, du denkst ja, das kriegt keiner mit. Du stehst auf dem Tresen, es gucken natürlich alle, aber man muss durchziehen. Und die Jeans der Frau kann ja noch so eng sein, der Gürtel noch so breit, man kriegt die Hand da rein. Wenn beide wollen. Meistens wollen beide. Jetzt stand ich da vorm Tresen mit der kasachischen Rütteltechnik. Eine Millimeterarbeit. Es ging um Fleiß. Irgendwann war der Flutschfinger im Auge des Orkans. Der erste Nektar schoss in die Blüte. In dem Moment kam der Direktor von der Sparkasse und sagt, wo ist der Schröder? Ich will ihm einmal die Hand schütteln. Scheiße! Ja, Moment, Moment! Ich die Hand aus dem Passionatagraben rausgerissen, Sonnenkratzer auf dem Handrücken, Uhr weg. Das wurde noch peinlicher. Der Typ nimmt meine Hand und sagt, Leute, guck mal, so sieht ein Gewinner aus. Jetzt musste ich den gesamten Vorstand der Sparkasse Essen die Hand schütteln. Ich habe quasi Renates DNA auf den Vorstand der Sparkasse Essen verteilt. Ich sage mal eins zum Schluss. Solltet ihr Post von der Sparkasse Essen kriegen, macht das nicht auf. Dankeschön. Atze Schröder! Atze Schröder!